Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo und Ankündigungsvideo. Was gibt es zu sagen? Ja, ich werde zwei Dinge jetzt in diesem Infovideo besprechen und ich hoffe doch, dass ihr das Video bis zum Ende anschaut. So, und zwar der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ich werde wahrscheinlich, naja, was heißt wahrscheinlich, ich werde wieder diesen Sonntag um 17 Uhr. Das heißt, das ist der, lasst mich gucken, 21.10. 21.10.17 Uhr am Sonntag wird wieder ein Livestream von mir sein. Und gespielt wird wieder mal Pokémon Smart Kaizo, Rockman No Konstantin C. Hardmode ohne Save States. Ich werde vielleicht Solstice weiterspielen, wenn ich die Zeit finde. Und keine Ahnung, ob ich noch ein bisschen Kaizo Mario Just for Fun zocke. Mal sehen. Ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, was ich sonst noch zocken könnte, schreibt es in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt ach, wie auch immer. Gut, so viel dazu. Das werde ich diesen Sonntag wieder machen. Und ja, das ist die eine Sache. Und jetzt die andere Sache. Ihr merkt es sicher, dass ich jetzt die letzten paar Wochenenden jedes Mal einen Stream rausgehauen habe. Und ich weiß ja nicht, besteht Interesse eventuell, dass ich einen festen Wochen, also dass ich jetzt fest sage, jeden Sonntag kommt von mir ein Stream? Wenn ja, also ich habe kein Problem damit. Die Frage ist, würdet ihr das gerne sehen? Wenn das irgendwie von manchen Leuten gerne gesehen werden würde, es reicht mir auch schon eine Person, die mir zuguckt, dann würde ich das in der Tat machen und jeden Sonntag ab 17 Uhr einen Stream machen. Natürlich wird das auch jedes Mal angekündigt. Und wenn sich da irgendwas von der Zeit her verändern sollte, wird das auch in einem anderen Kündigungsvideo geändert werden. Aber sonst wäre es immer so, Sonntag 17 Uhr zum Beispiel, wenn es denn gewünscht wäre, ob ich mehrere Streams mache. Ja. Gastkommentatoren sind natürlich jederzeit bei jedem Stream immer wieder dann auch erwünscht, wenn jemand mitkommentieren möchte. Allerdings nicht bei Rockman No Konstantin, weil ich das ja mit Aufnahme mache und mein Mikrofon sonst zu viel aufnimmt. Aber ansonsten, bei allen anderen Spielen nehme ich gerne Gastkommentatoren mit hinein, egal welche Spiele. Ja, und das wäre erstmal das. Dann hätte ich noch eine Frage. Obwohl, doch ja, ich stelle die einfach jetzt mal noch hier in dem Infovideo. Und zwar, ich habe das Spiel Dark Souls Prepare to Die. Und ich habe es noch gar nicht angezockt, es wäre komplett blind. Jetzt wäre noch die dritte Frage. Wie sieht's aus? Besteht Interesse, dass ich dieses Spiel als Stream-Projekt spiele? Dann schreibt es doch bitte auch mal in die Kommentare. Es ist eins der schwersten Spiele, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und ich bin echt gespannt drauf, das mal zu spielen. Ich weiß aber noch nicht, wann ich damit anfange. Vielleicht diesen Stream, vielleicht nächsten Stream mal sehen. Wenn es denn als Stream-Projekt gewünscht wird. Ansonsten kann ich es auch privat spielen oder als Let's Play. Wobei ich es als Let's Play wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten mache, weil das sonst so ein riesiges, endloses Let's Play werden würde oder so ähnlich. Naja, wie dem auch sei. Das war's, was ich sagen wollte. Wenn Interesse jedenfalls besteht, dann schreibt es in die Kommentare. Links sind natürlich alle wieder in der Videobeschreibung, wie immer. Und bis dahin und tschüss.